Harry, was ein Schockmoment. Einmal ganz tief durchatmen. Das wäre beinahe schiefgegangen. Na, das kommt davon. Wenn man die entscheidende Phase verschläft, jetzt heißt es, ja, die Aktion erstmal verdauen. Fokussiert bleiben. Fokus? Fokus bitte. Und dann sich wieder reinbeißen ins Geschehen. Das sieht nach einer riesen Chance aus. Nur noch wenige Schritte, aber da bleibt er hängen. Fängt sich wieder und... Ja, Himmelssakrament. Wunderbar eingelocht. Was ein Abschluss. Da kann er wirklich stolz auf sich sein. Die letzten Minuten laufen. Jetzt bloß nicht locker lassen. Die Technik, ja, die hat er eigentlich, um das Eckige ins Runde zu packen. Konzentriert bleiben, nicht in Hektik verfallen. Aber jetzt nimmt er doch da die Hände zu Hilfe. Das wird sich der Kölner Keller sicherlich nochmal angucken, oder? Kein Signal? Dann muss er den Sack jetzt auch zumachen. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Aber was ist das? Ein Moment der Unachtsamkeit. Und dann gibt er tatsächlich noch die Führung aus der Hand. Jetzt muss er doch nochmal eine Extraschicht einlegen. Die absolute Schlussphase läuft. Wir nähern uns der 96. Jetzt oder nie, jetzt werden wahre Helden geboren. Guter Laufweg, weit und breit kein Gegner in Sicht und... Na, hast du wieder Geschenke verteilt und die Führung aus der Hand gegeben. Kopf hoch, nächstes Jahr wird besser. Ach ja, und euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bleibt vor allem gesund und vielen Dank für eure Unterstützung.